Ja, guten Abend, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Dead Island 2 Stream. Ja, beim letzten Mal haben wir einer guten Freundin geholfen in Beverly Hills oder besser gesagt in den Monarch Studios. Wir haben einer berühmten Schauspielerin geholfen, von der noch nie einer gehört hat. Und ich bin schon mal hier zum Venice Beach zurückgewandert, weil die einzige Nebenquest, die wir momentan noch haben, daraus besteht hier im einfach nur Körperteile zu sammeln. Beispielsweise vom Malma. Den Hotspot, den es hier gibt, den habe ich mir tatsächlich schon mal markiert, damit ich gleich dahin wandere. Also ja, ich will mir erstmal ein paar dicke, fette Arme von denen absäbeln. Dafür nehme ich mir schon mal am besten mein Katana. Damit sollte das am besten gehen. Weg vom Tor! Mein Gott! Warum kann ich die Hitbox, ne? Warum kann ich den einen durch den Zaun treffen, den anderen nicht? Nee, ich habe keine Zeit für dich. Ich habe andere Probleme. Ich versuche schon auf die Arme zu zielen. Um Gottes Willen, ich habe den anderen Malmann nicht mal bemerkt. Okay, einen Arm habe ich abgehackt. Okay, ich habe beide Arme abgehackt. Thanks, man. Easy. Danke fürs Abfangen. Geht mal aus dem Weg. Ich habe zu spät gesehen, dass das ein Grenadierer ist. Nein. Aber die Teile darfst du mir dennoch geben. So, ein paar übergroße Armknopfen, ein paar Implantate. Ich habe eine neue Fähigkeit gerade eben bekommen. Weil ich irgendwas abgeschlossen habe. Ich habe jetzt aber nicht gesehen, was genau. Eine aufgeblähte mit. Giftgallenblase habe ich rausgeprügelt. Und stimmt ja, hier war ein spezieller Typ. Los und Joes letztes Bye-bye. You shouldn't have. I'll go pick it up now. Dein Vorrat für schlechtes Zeiten. Okay, ich habe mindestens 4 Armknochen jetzt. Ich nehme mir das mal, ne? Ihr braucht das eh nicht mehr. Ich kann ja mal in meinem Rucksack nachgucken.
Ich habe 7 übergroße Armknochen jetzt. Ich kann vom Prinzip her diese Nebenquest gleich einmal abgeben gehen. Mich würde interessieren, wo war das vom Joe, das Ding? Es könnte noch hier das eventuell sein. Naja, ich hab meine Armknochen. So, ach, da oben ist eine Kiste. Hi. Böse. Ich hasse das, wenn die da rauskommen. Hier war Krabumsal. Hallo. Ich hab Nick gefunden. Und Scotty. Ach, Scotty. Nick und Scotty. So wie man sie kennt. Splitterfaser nackt. Das war sogar direkt sein Geheimversteck. Ich habe eine Elektrobombe bekommen. Ich sehe eine gute Kombination. Okay, ich würde sagen, ich gehe jetzt einmal kurz zu der Verrückten zurück und gebe dir eben kurz die Teile, die sie haben wollte. Die fliegt hier in den Hintern. Wie schnell sich die Kleidung von denen auflöst. Du bist eine eigenartige Künstlerin. Ach, jetzt verkaufst du mir einfach nur Sachen? Habe ich deine Quest abgeschlossen oder wie? Ich dachte, du redest nochmal mit mir und hab mich extra schon aus dem Bild gepackt. Ist die Quest abgeschlossen? Die Quest ist abgeschlossen. Na gut, neue Mods. Nahkampf, Blutdurst. Die Waffen, die interessieren mich nicht, weil ich habe eh bessere. So, Kleber und Schrott kaufe ich immer auf, wenn ich das jetzt hier im Shop sehe. Ja, den seltenen Nahkampf-Elektroschocker habe ich jetzt. Dafür bräuchte ich aber mehr Schrott. Oder kann ich das hochboosten? Nee. Ich bräuchte nochmal zweimal Schrott. Hier ist irgendwo angeblich noch eine Quest verfügbar. Bei dir war irgendwie noch eine Quest, die ich nicht gesehen habe. Oder ist die jetzt erst verfügbar geworden? Wenn du mir eine Quest aufgeben willst, dann sagst du einfach. Ach nee, hier. Stonisches Wundersekret. Okay, Körperkunst, Feuchtigkeit. Was wir da irgendwie sie jetzt haben. 5 chitonisches Wundsekret. Habe ich so etwas?
Raketenblut, Tropfenimplantate. Erhalten von Kotzbrocken. Ach, warte mal, hier steht doch. Ach, diese Wirbelsäule kann man von Schreiern bekommen. Aber offenbar auch noch von zwei anderen Arten. Okay, dieses Wunzelkrieg kriege ich von den Kotzis. Gut, das ist dann aber auch eher so eine Sache von, ja, mache ich nebenbei. Ich bin ja jetzt nur hier einmal hingereist, weil ich ja jetzt auf jeden Fall die Arme zusammengesammelt hatte. Erstmal die Batterie wegnehmen. Hier ist doch bestimmt was Schönes. Hier ist eine Werkbank. Hatte ich nicht einen seltenen für das Ding? Irgendwo? Ja, seltene Distanz. Aber dafür müsste ich bei einer Waffe bei was wegnehmen. Boah, da bräuchte ich eher einen Schrott. Einen seltenen Nahkampfverstümmler habe ich schon. Ah, ich muss hier das Schwert mal ein bisschen ausbessern. Schaden erhöhen. Und ansonsten geht nicht. Wie immer. Oh gut, wir wissen, hier in der Nähe ist eine Werkbank. Baywatch ist schon längst abgesetzt. Weg mit dir. Okay, wir wollen in diese Basis da rein. Dafür muss ich dahin jetzt. Ich markiere mir das. Und rein da in die Olga. So, this is what you guys were talking about. Ach verdammt, dem müsste ich ja eigentlich die Arme abtrennen. Hier komme ich bestimmt nicht rein, oder? Nee. Verdammt, ich habe den Arm nicht erwischt. So sieht Helga also von innen aus. Ach, hier darf ich einfach reinspazieren. Anyone there? Okay. Quarantine Corridor to the Lifeguard Tower. In Quarantäne Corridor. So, die Dinger nehme ich auch mit, weil ich kann sie verschotten. Ich lasse das Ding erstmal zu und schaue mich erstmal um. Da will doch eine Batterie rein.
War ich nicht. Da habe ich eine Sicherung hinein. Dann ist sie jetzt wahrscheinlich offen. Oh, hier wäre Munition. Ein neues taktisches Schwert. Wahrscheinlich nicht mal ansatzweise besser als mein altes. 500. 400. Sag ich doch. Vielleicht gibt es ja einen guten Preis. Erstmal noch weiter umschauen. Kann ja sein, dass hier was Schönes für mich liegt. Zum Beispiel Bargeld. Oder Klebstoff. Die kann man so gut schnüffeln. Leute, nimmt nichts für bare Münze, wenn ich hier irgendwie Quatsch mache. Okay, da darf ich nicht draufklettern. Ist hier auf den Schiffen was Schönes für mich? Eine Kapitänskajüte vielleicht? Ja, zigtausend Autos, aber nicht eine brauchbare Sache hier rumstehen. Huh. I'm thinking some kind of emergency lockdown. Gotta be an override. Ich denke, wenn wir nämlich das Tor öffnen, dann wird da was passieren. Deswegen hatte ich mich gerade aus dem Bild gepackt. Ich kann mir gut vorstellen, dass dahinter irgendwie so ein Spezialzombie entweder wartet oder eine Armee. Hallo? Sneaky. Mein Gott, was für eine Sauerei. Ich wollte gerade sagen, ich hatte kurz Standbild. Ich hatte kurz Angst, dass mein PC abstürzt. Das Lockdown-Protokoll. Im Falle eines katastrophalen Scheiterns des Evakuierungsprozesses sind die Anweisungen für die Anweisungen sind buchstabengetreu übrigens zu befolgen. Die Lockdown-Sequenz muss sofort aktiviert werden, wenn Anzeichen einer Infektion festgestellt werden. Der Lockdown muss während der gesamten Risikobewertung und bis zur vollständigen Neutralisierung einer Infektion aufrechterhalten werden. Der Lockdown kann nur durch Eingabe des Codes durch den diensthabenden Offizier aufgehoben werden, nachdem eine Entwarnung gegeben wurde. Was, wenn der Offizier, der ist, der infiziert wurde? Wir haben hier einen Wochenbericht. Sonntag. 27.034 vom Stand evakuiert. Also 27.034 Leute evakuiert. 317.000 euthanasiert. Schwere Verluste bei den vorderen Einheiten. Einäscherung des Gruben fertiggestellt und einsatzbereit. Montag. 28.000 evakuiert. Und 1299 euthanisiert. Luftversorgung abgeschlossen. 17 Soldaten vermisst. Siehe Bericht 12c bezüglich der Moral.
Dienstag 32.450 evakuiert. 4.729 euthanasiert. Gefeiert, dass wir die 30.000 Marke geknackt haben. 22 Soldaten verbiss. Mittwoch. Wir wurden gerade von einem Beben getroffen. Abliegungen wurden ausgelöst, aber mehrere Durchbrüche an verschiedenen Orten gemeldet. Wir kommen von unten. Bericht folgt. Wednesday. Okay. Ich finde es einfach cool, wie unser Charakter keinen Schatten hat. Also kein Spiegelbild. Okay, diensthabenden Offizierdienstplan. Montags Brian, Dienstag Jones, Mittwochs Hicks, Donnerstag Park, Freitag Benz, Samstags Schulze und Sonntag Land. Wir suchen wahrscheinlich den von Hicks. Alright. Which dead body are you, Hicks? Der hier vielleicht? Wahrscheinlich der Einzige, der aufstehen wird. Ich finde es einfach nett, dass ich hier Munition hinterhergeworfen bekomme. Ich sollte mal vielleicht auch mehr auf die Waffen gehen. Weil dann kann ich aus der Ferne umnieten. Nur wenn ich Körperteile haben will. Nope. Das war nicht Hicks, wie es scheint. Ohne Zahn muss noch ein bisschen warten. Warst du Hicks? Wrong guy. Das kann eine Weile dauern. Hallo, Mr. Hicks? You're not Hicks. Come on, Hicks, where you at? Nope. Hast du Hicks? No way. Um Gottes Willen. So, jetzt nicht. Ich muss hier so über 100 Marken suchen. War vielleicht einer von denen auf dem Klo? Ich hab's doch gesehen. Du wolltest gerade aufstehen. Verarscht mich doch. Der kommt mir gleich hinterher. Sag's euch, Leute. Ach, das, die durfte ich noch öffnen. Okay, die Suche nach Hicks geht weiter. Not what I need. Stand doch sogar der Name bei. Park Cisek. Useless. Lance Kiste, das heißt, wir suchen auch einen Lieutenant Lance. Not what I need. Nah. Da ist Hicks, Sack. Useless. Ach, denke ich mir auch. Getting warmer. Es wird wärmer. Hicks Glückszahl. Notizen für Memorien. Juni. Park motzt mich an, weil der Abriegelungscode zu sicher ist. Okay, ich habe ihn vergessen. Und wir mussten das System neu starten. Park motzt mich an, weil ich einfach meinen Geburtstag verwende. Unfair. Ist ja nicht so, dass jemand versucht hätte, ihn auszulösen. Aber jetzt habe ich das perfekte Atim-Mod-System ersonnen. Man nehme die ersten beiden Ziffern vom Geburtstag, die letzten beiden Ziffern meiner Erkennungsmarke, am Ende und in die Mitte klatsche man die beiden mittleren Ziffern meiner Glückszahl. Dann, denn, ach, wie gut, dass niemand weiß, mein Glückszahl ist 2151. Apropos rummutzen. Ich ertrage diese Rationen hier einfach nicht. Das Zeug ist unverdaulich. War die ganze verdammte Nacht Dauergas auf dem Dixie-Klo. Und das wird wohl auch mein Tagwerk werden. Das heißt, er ist doch einer von den Toilettengängern.
Okay, irgendwie werde ich gerade nicht klüger. Ich habe bisher nicht mal die Namensplakette. Ach, guck mal hier. Ein Foto. More of the code. Hicks Geburtstagsfoto. So excited to see you on the 20. Also schön, dich am 28. zu sehen. Brauche ich nur noch die Erkennungsmarke. Still need Hicks's dog tags. He was last seen going for a crap. Also wer von euch Kacke Dudes ist es? Ich kann die halt nicht einfach so untersuchen. Die ist es. Und da wird mich was anfallen. Ich habe mit einer Sequenz gerechnet. So, wir haben seine Erkennungsmarke. Ich bleibe einfach mal aus dem Bild, um Gottes Willen. Zum Glück muss ich nicht selber eingeben. Boom. Oh, oh, ich muss mich zurück kämpfen. Oh. Wasn't meant to happen. Ich habe nicht gerade einen Alarm ausgelöst. Naja, zum Glück steht die Brigade hier hinter mir nicht auf. Ich kann doch auch einfach hier rüber zurück, oder nicht? Oder komme ich nicht hoch genug? Ich komme nicht hoch genug. Ist jetzt eigentlich nur da frei oder auch überall? Also ich will wissen, ob ich jetzt auch hier durch kann. Nope. Nein! Ach, die kamen hier raus, wo ich die ganze Zeit rein wollte. Da hätten wir doch noch einiges mehr Munition. Oder nicht? Kann ich mir doch noch ein bisschen was mitnehmen oder sehe ich das falsch? Nee. Da war noch Munition drin. Oh, Schrotpatronen. Warum kletterst du da jetzt hoch? Ich mach ihn sicher. Thanks for the heads up. Death defying is my thing. Ich hab irgendwie die Wand direkt vor mir getroffen. Schlechter Karte.
Ach, hier unten. Immer schön geschmeidig bleiben. Für einen Rutschangriff auf einen Zombie erhältst du einen moderaten Boost für deine Beweglichkeit und Angriffsgeschwindigkeit. Unnütz wie sonst was. Ich wechsle das mal aus. Das ist standhaft. Nee, brauche ich nicht. Habe ich bisher nie genutzt, diesen Schlagangriff. Ich wollte mich gerade heilen. Oh, das ist ein sehr schöner Schritt, den ich da gesehen habe. Sehr sexy. Death-defying is my thing. Perfekt. Der tanzt. Der zeigt uns seine Freude. Das sagst du so einfach. Wenn er schon auf dem Boden liegt. Deine Visage brauchte der eh nicht mehr. Ich hab so ein Schwein, dass ich nicht da durchschlagen kann. Ich wollte erstmal nur den Schreier loswerden. Ach, geht mir mal aus der Sonne. Tschüss. Richtig schön viel an Sachen bekommen. Ja! Um Gottes Willen. Alle, die sie evakuiert hatten. Einer davon war wahrscheinlich infiziert und der hat alle anderen angesteckt. Und weil der Durchgang geschlossen war, gab es keinen Kommen für sie. Das, was sie geschützt hat, hat sie umgebracht. Hey!
Nein, brauchst dich gar nicht rauskämpfen. Sonst noch wer? Kann ich zu denen was hinwerfen? Nee, die sind so gesehen einfach nur eine Bilddatei. Also wenn ich den schon so lange halten soll, dann ist ja wohl klar, dass ich nicht einfach so durch darf. Das Fleisch von denen, das habe ich mittlerweile richtig oft. War noch easy. Oh. Da gehe ich von der anderen Seite aus ran, wenn ich kann. Irgendwie will ich jetzt da hoch. Ich habe mir nur Sequenzchen noch gerechnet. Ich denke mal nicht, dass hier irgendwas ist. Das ist so gesehen eine Safe Zone. So kann ich in aller Ruhe mich einmal umschauen. Wofür genau habe ich jetzt die Batterie jetzt rausgenommen? Irgendwas da oben. Erstmal umschauen. Gut, so kann ich es eigentlich auch bei dem anderen Container machen, ne? Einfach durchspringen. Da ist eh nichts mehr da zum Aktivieren. Ich habe die Munition schon rausgenommen. Da oben wartet doch irgendwas auf mich. Dafür habe ich den Strom weggenommen. Ach, so gesehen habe ich hier jetzt den Durchgang mir freigespielt. Habe ich Waffen, die repariert werden müssten? Wenn mein Katana. Ja, die Schrotflinte brauche ich eh nicht. Einfach nur als Sicherheitsmaßnahme, damit die nicht reinkommen können, ne? Dass die von zu Not, falls es einer von denen durchschafft, von da oben aus wegschießen können. Ich verstehe schon, wie das gedacht ist. Yep. Danke. Mann. Niemand putzt diese Dixie-Klos.
Hier kam was aus dem Boden. Danke für den Arm. Den habe ich weggejätet. Okay, doch nicht unbedingt Safe Zone. Danke für den Armknochen. Ach, hier würde ich auch generell durch wollen? Nee. Der will mich eigentlich in der entgegengesetzten Richtung. Hallo, ich würde euch gern besuchen. Ich bin ein großer Fan von euch. Kann ich hier irgendwo hoch? Nö. Wo käme ich hier raus? In der Ödnis. Oh, hier sind die letzten Sergeants. Den Kopf brauchst du nicht. Vielen Dank. Einmal die beiden Schrottwaffen wieder aus dem Inventar. Bin schon gespannt, wie das jetzt hier ablaufen wird. Das wird bestimmt unangenehm. Bringen Sie alle um! Oh, ein Kotzbrocken, komm her! Ach warte, ich brauche eine andere Waffe. Oh! Wo kommt ihr denn auf einmal her? Ruhe! Danke! Könntest du bitte da rauskommen? Aua. Ich hab einen Raserei-Spezialangriff. Okay. Über Kopfschmetterer. Das ist krachen. Drücke im Raserei-Modus R1, um zu lassen und einen mächtigen Bodenschlag zu entfesseln. Okay. Ja, ich habe nochmal ein Sekret bekommen. Puzzle Fan 2.
auf meinen Sound. You're really doing it. Well, good luck and give him hell from me. Okay, thanks, lady. I will. I'm not gonna lie. It's tough beyond this gate. I'm tough. It's gotta keep da moving, oben right? Ist eine Nebenquest, aber wie komme ich da rein? Ernst gemeinte Frage. Das sind YouTube-Pyromane. Über 100 Zombies verstreckt. Das Feuer hat gerade gut gepasst zu meiner Waffe. Ich lasse sie einfach im Feuer gammeln. Warum soll ich mir die Mühe machen? Schön, wie die sich einfach ganzes dagegen da die anstecken. Das ist ein schöner Anblick. Ich glaube, ich gehe da mal AFK und trinke mal eben kurz was. Ist ja auch schön mit anzusehen, wie sie sich selbst umbringen. Ich muss halt legit gar nichts machen. Den habe ich jetzt einfach nur ausgenutzt. Und das war's. Oh, dadurch habe ich Explosionswiderstand freigeschaltet. Einen Moment mal. Wurfgeschosse. Bringt mich auf die schöne Idee. Ist das nicht schön, wenn man sich einfach AFK da hinstellen kann und dem Feuer die Arbeit überlässt? Das ist einfach wunderschön. Ich brauche echt nichts machen. Nur bei den Läufern muss ich einmal schießen. Kommen denn da noch? So, ich wollte diese Welle mal sehen. Ich habe alles mal eben kurz zerfetzt. Gefahrenzuschlag. Ich weiß nicht, weil ich das nicht freigeschaltet habe. Aber kann mir ja auch egal sein.
Bravo! So, auf jeden Fall keine dumme Idee, hier auch mit Schusswaffen nur ranzugehen. Boah, wie viel Zeug ich hier krieg. Wie viele dich. Wie viele denn noch? Kann es sein, dass die unendlich kommen? Oder habe ich jetzt wirklich alles umgebracht? Nee, ich glaube, ich habe echt jetzt alles umgebracht. Oder auch nicht. Der Molotow wird mir hier nichts bringen. Die brauchst du nicht. Siehst du? Sag ich doch. So viel Schrott. Pike. Ist ja besser als meine jetzige. 533. Nein, ist definitiv schlechter. Noch mehr? Ach, sie kommen von hinten. Ach, das gleiche Spiel noch einmal. Leichenpflaster an deinem Weg. Ich wüsste jetzt aber immer noch gerne, wie man da oben zum Turm hochgekommen wäre. Weil da oben ist ja eine Nebenquest. Vielleicht lassen die einen später ja eine Leiter runter. Sterling Hotel. Can't keep the dock waiting. So, neuer Bereich, ne? Jo. Ocean Avenue. Ocean Avenue. Nearly there now. Ich sehe was Schönes, was meine Augen verzückt. Vorbereitung Vorteil. Wenn du einen Zombie tötest, verringerst du die Aufladezeit des aktuellen Wurfgeschoss. Das will ich eigentlich bei jeder Waffe drauf haben. Haben wir eigentlich bisher alle Apex-Versionen getroffen? Oder wie viele fehlen noch? 2, 3, 4, 5, 6. Ach, nur noch 6 Apex-Varianten fehlen. Dann haben wir alle gesehen. Alle Zombie-Arten.
Und ab ist der Kopf. Quiet. If you infected creeps are planning something, don't bother. Wie war das noch? Wenn ich einen kritischen Treffer lande, dann besteht die Chance, dass beim Aufprall eine Explosion ausgelöst wird. Da unten ist Party. Kann ich nicht mal eine Klebererbschaft bekommen? Von irgendeinem Kleber-Schnüffler? Gibt doch bestimmt genügend hier. Ich würde gerne heute noch den Doktor treffen. Guck mal, da steht schon wieder einer. Oh! Ihr habt ein volles Haus, das wusste ich nicht. Den dicken zuerst. Da flog mir was entgegen. Und es sah köstlich aus. Habe ich das richtige Schwert gerade ausgerüstet? Sehe es halt nicht. Das ist das Verstimmens müsste ich ausrüsten. Nee, beides war Stimmler. Hat mein Speed den 540er Wert? Ja, hat es. Hier was zum Spielen für dich. Ich habe schon wieder keinen Sound gerade. Und Standbild. Woran liegt, dass ich ab und zu in dem Spiel Standbilder oder keinen Sound habe? Könnt mir das mal bitte eine erklären? Ich da jetzt schnell drunter durch? Nee. Oh, wonder if there's a boba place here. Und hoffentlich. Oh, hier hat einer schon alles mitgenommen. Wollte ich doch machen. Hat prima funktioniert. Er hat sich mal von hinten geschlichen. Er frisst doch einfach Feuer.
da oben. Meine Herrschaft, ich suche hier doch nur nach guten Loot. Lass mich doch hier einfach noch mal eben kurz durchgucken. Danach könnt ihr mit mir spielen. Einverstanden? Nein, halt nicht. Perfektion. Wie ist das? Ach, 100 perfekte Verteidigungsmanöver. Ja, irgendwann kriegt man halt die Übung. Die Beine brauchst du nicht. Sieht so mega brutal aus, wenn sich diese Instabilität aktiviert. Alles muss raus. Von Susi. Bewegt deinen Arsch, Lotus will pronto. Bei Seven Steel gibt's 5 Finger Rabatt. Und meine Oversize-Tasche ist tutti voll. Krass. Weißt du noch der Saphirring mit dem Delfin drauf? Eingesackt. Die Goldkette mit dem Riesenstein gehört mir. Nur die Hop-Ohrringe in Hula-Hoop-Größe sind weg. Die habe ich gleich angesteckt. Ich kann nicht. Muss auf Rick aufpassen. Wer rastet den im Kostet? Warst du schon bei Klusowski? Du musst mir da so eine prima Jeans abstauben. Oder irgendwas aus der Sonderkollektion. Ich brauche Hosen mit Taschen. Weiß nicht, ich bin schon so bepackt. Und Klosowski scheint ihn sogar noch offen zu haben. Bitte, ich würde das für dich tun. Das weißt du. Bitte. Ich habe extra versucht, irgendwie so eine Tusse, die komplett heil ist, nachzuäffen. Ich höre doch schon wieder was von oben. Du bist gerade interessanter. Ob das Susi war? Wenn hier die ganze Zeit Musik läuft, dann braucht man sich auch nicht wundern, dass man hier die ganze Horde drin hat. Ist mal ganz ehrlich. Ach, dich habe ich doch schon von unten gesehen. Warte mal, wir machen uns das einfacher. Wer stöhnt da noch vor sich hin? Ach, da unten ist wieder eine neue Party. Ja, ich weiß, ihr seid meine Fans. Wollt ihr mir nur zeigen. Oh, da könnte ich ordentlich was machen. Aber das will ich nicht für einen Zombie verschwenden. Zumindest kein Normalo. Danke. Komme ich denn hier einen höher? Da war abgesperrt. Irgendwer macht da oben Rambazamba. Yeah.
brauche doch nur einen Weg nach oben. Oder funktioniert der Fahrstuhl tatsächlich noch? Dann doch hier irgendwie durchmogeln? Ach, das Hass und Feld geht. Oh, hier hat schon wieder einer alles mitgehen lassen. Ob ich den Sprung überlebe? Mystery Goodie Box. Okay. Ich würde mal sagen, da drin wartet der und wird dann mit uns sprechen. Deswegen packe ich mich mal kurz aus dem Bild. Have a drink, sleep in an actual bed. Oder auch nicht. Jedes Mal, wenn ich eine Sequenz erwarte, werde ich enttäuscht. Oder auch nicht. Hey, hey, it's cool. I'm looking for Dr. Reed. Oh, you are, huh? You're not here to eat us, then? Only if I run out of snacks. Comedian, huh? They look human to you. So-so. Well, okay, then. Humans can be redeemed. Don't need to waste a bullet on this one. Hey, keep up the good work, Denise. Hey, I'm Dr. Reed, but you can call me Ruben. Let's talk in my office. I'm Radio Girl. About the vaccine? Hey, shh. Walk with me. Oh. I'm glad you made it. Really glad, but we gotta keep your specialness on it down low. If you really are what we've been looking for, then CDC is gonna want to talk to you. So Doctor, he doesn't want to take his shot. Hey, Luther. Hey, don't worry. It's just gonna pinch a bit. Let's keep walking. Where was I? CDC's gonna... Right. The CDC's gonna... Hey, I told you to stay off that foot. You want me to cut it off? Come on. Hey, come this way, huh? Now. So glad you're here. Now they're gonna send a chopper to pick you up and take you to Colorado. Just you. So, I don't want my people here getting hope when they got none. You understand? Just me? You got a whole village here, Doc. Oh, we'll be okay. Fall over 9 times and you get up 10. That's what I always say. But you got a miracle in your blood. If we can get you to Colorado, humanity has a chance. I ain't saying no to a free ride. How does this all work? Well, I need to let them know you're here first, and then We're out of food. We need to sweep those apartments before someone else cleans them out. No, Tisha, we gotta put that on hold. This person here is our new priority. Sup, Carla. They're more important than people starving? Yeah. I mean, kind of. I can't really talk about it right now, but... That's fine. Look, you stay here. I'm gonna go with these guys. Hey, we'll be back soon. Hey, you do not go outside without me. They can handle it. Hey, Doc, you know we ran out of food? What's the plan? Dad! I am not a little girl anymore. I have to do my share. Yeah. Obviously, you've lost your mind. There are terrorists out there that you... Just let her go, Doc. She wants to be Jimmy, part of the team. Jimmy, I am talking to my daughter. I'm sick of talking. Jimmy's right. I need to do something. After all that's happened, you think I'm going to let you out of my sight? Oh, I'm going to let you turn into one of them like your mother? I... Tisha, I'm sorry, but I can't lose you two. You're right, Dad. I shouldn't put this on you. It's not fair. Well, okay then. Come on. See you later. Yeah. Yeah, this is no place for human beings. Hey, Doc, a word of advice.
You want to stay top dog? You let your daughter take her chances just like everyone else. Jimmy, I have got enough things to be focusing on without your bullshit. Sure. Yeah. I'm gonna go for a smoke. Yeah, you do that. The fuck you looking at? You pendejo. I need to radio CDC, but I don't want to draw too much attention to you, so... Look, you make yourself at home, and I should have some good news soon. Oh, okay? Not a problem. I'm going to get real friendly with one of your bids. Can't keep those zombies waiting. Hm? Oh, wie? Was? Achso. Autofahrerfähigkeit. Du wurdest infiziert und hast deine erste Fähigkeitenkarte freigestellt, die durch Andy Autofahrer verseucht ist. Autofahrerfähigkeiten, siehe Totenkopf-Symbol, gibt es in jedem Fähigkeitenrang. Je mehr du davon ausrüstest, desto besser wirst du auch auf die Autofahrer eingestimmt. Okay. Das Ausrüsten von Autofahrerfähigkeiten erhöht allerdings auch den Rang deiner Autofahrerinfektion. Wenn du dich auf sie einlegst, desto effektiver kannst du ihre rohe Gewalt nutzen. Allerdings geht dies auf Kosten deiner Menschlichkeit. Mit ansteigendem Autofahrerrang erhöhen sich sowohl der Nutzen als auch die Risiken für dich. Ah, ich sehe schon da. Oh, das sind die höchsten Boni im Fähigkeiten-Deck. Haben aber natürlich ihren Preis. Stimmende Zombies um Raserei auszubilden, aber bleib konzentriert. Wenn du Schaden leidest, geht Raserei verloren. Ja. Und hier? Nee. Lass mal. Ja, chirurgische Präzision. Das ist die, die ich gerade ausgerüstet habe, ne? Und die habe ich standardmäßig durch Level abgeholt. Also ich habe jetzt nicht vor, noch irgendwo hinzuwandern. Ich hole gerade nur den Avatar zurück ins Bild. Reed Zweifler. Eine Seite aus einem Notizbuch, mitten im Text abgerissen. Bieb dich, Ruben! Wer hat dir das Kommando gegeben? Ernsthaft? Ich kann mich an keine Abstimmung erinnern. Du bist Arzt. Ja, wir haben es verstanden. Aber du hast keine Ahnung, wie man hier draußen überlebt. Hier geht es bei jeder Entscheidung um Leben oder Tod. Oder Untot. Als verdammter hirnloser Zombie. Ich habe so viele Menschen verloren durch deine Frau. Hat noch nie... und Jimmy sagt, benimm die Scheiße, ich... Ja, da ist halt die Nachricht abgerissen, ne? Da brauche ich einen Souvenirschlüssel. Okay. Ich habe jetzt nicht vor, hier aus dem Hotelzimmer zu verschwinden, diese Folge über, beziehungsweise diesen Stream. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, dass jeder Spaß mit dem Stream hatte. Wir haben wieder einiges erreicht. Wenn ja, ein Abo und ein Like auf YouTube da lassen, weil ich das später noch hochlade. Ein Follow auf Twitch, für die, die sich das noch im Nachhinein angucken. Beides ist gegenseitig verlinkt. Und YouTube sage ich an der Stelle zuerst Ciao. Euch noch einen schönen Tag.